Steve, wir haben ausgerechnet, das ist genau 535 Tage her, dass du das letzte Mal bei einem Pflichtspiel auf dem Rasen standst. Wie ist das Gefühl? Unbeschreiblich. Also ich kann es, glaube ich, noch gar nicht so richtig fassen. Ich glaube, es kommt jetzt erst mit der Busfahrt nach Hause. Und mir hätten jetzt heute sogar 5 Minuten nur gereicht, einfach nur, damit ich das Feeling aufsaugen kann, dabei sein kann wieder. Und dafür, dass ich jetzt 90 Minuten spielen durfte, bin ich natürlich umso glücklicher. Und ja, es war auf jeden Fall eine mega lange Zeit, mega lange Leidenszeit. Und ja, ich bin auf jeden Fall stolz, dankbar und freue mich extrem natürlich, trotz der Niederlage. Dann war das Spiel beim HSV. Es war das erwartet schwere Spiel, leider am Ende mit einer 3:0 Niederlage. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, verdient verloren, ne? Also wenn man den Spielanteil bewertet, wenn man die Chancen sieht, sieht man schon, dass die Qualität teilweise nicht zu verteidigen gewesen ist. Und trotzdem haben wir direkt am Sonntag, glaube ich, ne, gegen Bochum das nächste Spiel. Und es wäre natürlich schön gewesen, hier was zu holen, aber ich glaube, wir können trotzdem in den Spiegel gucken. Was machen die Kräfte? Stehst du wieder bereit für Bochum? Ja, das habe ich gerade eben schon gesagt im Fernsehen, das wird man morgen oder übermorgen mal sehen. Ich glaube, der Tag am Spieltag ist dann schon, dass man so rastlose Beine hat vielleicht, aber das Loch kommt dann wahrscheinlich erst 2 Tage später. Aber jetzt geht es erstmal lange 6 Stunden zurück ins Erzgebirge. Genau, also ich habe die Kompressionshose schon an und bin vorbereitet. Alles Gute, Steve. Danke.